Ah, dann drücken wir mal OK. Weiter, Einsatz haben wir ja gerade gespeichert. Ladescreen, Konflikt, das ist doch mal gucken, wo die nächste Mission uns hinführt. Aber schon echt eine schwierige Mission. Gegenangriff, 2. März 1991. Kuwait wurde endlich befreit. Nach langen und heftigen Gefechten in den Straßen von Kuwait-Stadt haben die Soldaten der arabischen Koalition die letzten Widerstandskessel liquidiert. Entlang der gesamten Front ziehen sich die irakischen Divisionen zur Grenze zurück. Das Ende des Kriegs ist in Sicht. Naja, immerhin. Das heißt, vielleicht drittletzte Mission, zweitletzte Mission, letzte Mission? Fraglich. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Im Briefing. Irak 50 Meilen nördlich. Ja. Mal gucken. An der Festung oder sowas hier aus, die ich jetzt stürmen soll, oder was? Sniper mit Sachtsicht. Hä? Okay, wir sind abgesetzt worden. Hier mit Schalldämpfer. Okay, Gegenangriff. In 2. März 1991. Für uns ergibt sich die einzigartige Möglichkeit, den Krieg schnell zu beenden. Unseren kurdischen Verbündeten ist es gelungen, General Aziz, den Oberbefehlshaber der irakischen Streitkräfte, ausfindig zu machen. Gegenwärtig befindet er sich in einem Bunker tief in den Ruinen einer Kreuzritterfestung aus dem 13. Jahrhundert und bereitet einen Gegenschlag vor. General Aziz hat die Absicht, bis zum letzten irakischen Soldaten zu kämpfen. Wir können es nicht zulassen, dass dieser Mann den Krieg in die Länge zieht. Die Mitglieder ihrer Einheit wurden speziell ausgewählt, um Aziz zu liquidieren. Sie werden aus der Luft in diesem Gebiet abgesetzt. Sobald sie sich auf dem Boden befinden, versuchen sie einen Weg in die Festung zu finden. Das Haupttor in die Festung ist wahrscheinlich stark bewacht. Deshalb sollten sie einen anderen Weg erfinden. Wenn sie sich im Inneren befinden, machen sie die Luftabwehreinrichtung des Standorts ausfindig und zerstören sie. Danach suchen sie den Bunker und markieren ihn mit dem Laser für einen Luftangriff. Okay. Die Einsatzplanung der Luftwaffe hat den Stealth Fighter mit lasergelenkten GBU 28 Bunkerbomber ausgerüstet. Diese Bomben können Stahlbeton bis zu 20 Fuß durchschlagen. Das sollte ausreichen, um den Bunker von General Aziz vollständig zu zerstören. Wenn Sie diesen Einsatz abgeschlossen haben, erhalten Sie keinen Nachschub vor dem nächsten Einsatz. Passen Sie auf, dass Sie nicht zu viel Munition verbrauchen. Okay. Das ist natürlich sehr interessant. Okay, nochmal so eine Mission wie eben. Attacking the main gate would be costly and would alert the enemy to your presence. Find another way into the fortress. Okay, das war eine sehr, sehr kurze Beredung, sag ich jetzt mal. Festung. Wir sollen auf jeden Fall einfach nur in die Festung rein. Okay. Ja gut, das machen wir aber beim nächsten Mal, denn ich mache hier erstmal eine kurze Pause. Ja, und dann, ja, mal gucken. Die Mission, vielleicht die letzte Mission, um da aus dem kompletten Gebiet rauszukommen. Das werden wir sehen, wie viele Missionen da kommen. Aber wieder so eine Mission, wo halt, ja, keine Unterstützung bzw. keine Aufmunitionierung ist. Das heißt, ich muss ordentlich mit den Medikits haushalten. Aber das werden wir sehen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, auf geht's. Ich würde sagen, wir stürmen jetzt mal die, Mission, bzw. die Festung. Und holen uns mal die Mission. Fraglich, wo wir da reinkommen, ne? Haupttor kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Vielleicht Untergrund, ich weiß es nicht. Macht aber natürlich Sinn, weil mir gerade einfällt. Die Mission ist ja erstmal dazu da, um halt nur in der hier offen. Will mal mit ihm hier vorgehen, mal gucken, ob das ein bisschen was bringt. Wie gesagt, macht natürlich Sinn. Okay, der ist down, okay. Das war halt eine Mission. Dann mit... Okay, der ist auch down. Das war halt eine Mission, nochmal. Mit der Greifung, beziehungsweise mit der Erstürmung. Alarm wurde ausgelöst, super. Wieso wurde da ein Alarm ausgelöst? Wie denn schon wieder? Na gut, so viel dazu. Dann kann ich die hier auch ranholen, wenn ich ehrlich bin. Und das wahrscheinlich dann die zweite Mission halt in der Festung stattfindet, dass wir uns da dann nicht aufmunitionieren können, ist natürlich mehr als nur klar.
So. Mal ein bisschen langsam vor. Mal hinlegen. Ich weiß nicht, ob meine Mates das auch machen. Wahrscheinlich eher weniger. Und der lebt noch. Ja. Also der... Okay, so viel dazu. So, nichtsdestotrotz, Connors. Wir gehen erstmal mit dir nach vorne. Ist es Helga geworden? Ja, wir sind halt nachts abgesprungen. Da rechts haben wir noch einen. Okay, so viel dazu. Ja, und werden jetzt halt einfach ganz normal aktiv. Interessanterweise halt, dass vor allem sowas halt über den Tag und nicht in der Nacht. Das ist halt auch schon hier so ein... Oh. Ja. Na? Okay, jetzt ist Fadenkreuz rot. Jetzt sollten wir ihn auf jeden Fall auch mit rausnehmen können. Boah. Also den Job tun sie echt gut verrichten. Das muss man einfach mal sagen. Also schießen tun sie echt gut. Von mir. Oh! Panzer! Habe ich da irgendwas für? Ja. Sehr schön. Wie weit fährst du? Ich hoffe mal, dass du jetzt nicht... Okay. So, okay. So viel dazu. Panzer ist schon mal Schrott. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Ich würde sagen, ziehen wir die erstmal ein bisschen dichter. Und gehen dann halt weiter. Weil wir müssen halt einfach nach vorne gehen. Das habe ich ja schon in der anderen Mission relativ gut gesehen. Okay. Ich weiß nicht, warum Bradley da gerade so krass. Ich habe da aber gerade schon ihren Panzer gehört. Was mir so überhaupt nicht gefällt. Ja, da ist der Panzer. Und da sind Minen. Ich hoffe mal, dass die jetzt kurz mal hierher kommen. Und das so schnell wie möglich. Da sind die Minen. So, wir nehmen uns einmal die Law. Feuer frei. Und da hinten ist sogar noch ein Panzer, okay. Da. Und auch der ist Geschichte. Sehr schön. Das Problem ist halt, dass wir ganz schön viele Dinge jetzt verloren haben. Obwohl, es geht eigentlich. Nicht nur er. Bradley hat sich ja selber behandelt gehabt, also von daher ist es ganz okay. Ich hab nur einen von einem. Nee. Ach so, das war... Ah, das war Munition dafür, alles klar. So. Was macht ihr denn da? Okay. Alles klar, okay. Man kann auch, Oh. Der ist down. Wir werden immer noch anvisiert. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass er halt nicht beim, dass ich halt nicht beim Laufen schießen kann. Mit dem MG. Ob es halt großartig Sinn macht oder nicht, das ist jetzt eine andere Frage. Na gut, es ist halt. Es ist trotzdem ein schönes Game. Das muss man mal einfach sagen. Trotzdem ein sehr, sehr cooles Game. Irgendwo rein, nee. Das heißt, ich muss hier wirklich lang. Oh. Einfach mal reinhalten. Ja. Alter, was haben die denn schon wieder abbekommen? Da. Bradley fehlt noch. So. Dann haben wir soweit schon mal erstmal wieder alle versorgt. Schmeißen die ganze Zeit mit irgendwelchen Handgranaten oder was? Panzer steht hier doch nicht. Hm. Ja gut, das ist schon wieder Selbstsabotage, wenn ich ehrlich bin. Okay. So, die machen das schon. Die helfen mir schon. Also wie gesagt, die Mates, wenn sie sich nicht irgendwie gerade wieder selber sabotieren,
Ist es ja ganz okay. So viel dazu. Das meine ich nicht mehr mit der Selbstsabotage. Oder es steht da ein Panzer. Bin ich doof? Steht doch kein Panzer oder war es schon wieder irgendwie ein Dude, der meinte, mit Raketenwerfer zu schießen? Ne, das ist doch kein Panzer. Keine Ahnung. Muss man nicht verstehen. Das Problem ist halt, ja, dass die Dings einfach mal komplett weg sind jetzt. Einmal komplett flöten. Habe ich den Dude da jetzt ausgeschaltet? Ja, sieht danach aus. So, hinter uns. Machen die schon. Kann ich da drauf schießen? Wird die kaputt gehen? Nee. So. Wir haben ja selber, glaube ich, Granaten. Naja. Zack. Das reicht natürlich nicht. Das? Ne, reicht auch nicht. Das, vor allem, warum kann ich die nicht kaputt schießen, verstehe ich nicht. Ja, gut. Es ist halt schon hier so. Hast du noch irgendwie ein Medikit? Er hat noch wenigstens welche. Die Frage ist halt, wenn die sich heilen, nutzen die ein Medikit oder nutzen die kein Medikit? Das ist jetzt tatsächlich echt eine sehr, sehr starke Frage. Du hast eine Handgranate, das passt. Ja, dass wir da irgendwie erstmal durchkommen. Ah, okay, passt. Sehr schön. Okay. So schnell kann ich gar nicht reagieren, wie die teilweise reagieren. So. Der ist auf jeden Fall auch down. Dachte, ich hab den. Okay. Der scheint jetzt down zu sein, oder nicht, oder wie auch immer. Gut, mit der MP5 ist das eigentlich die falsche Reichweite, wenn ich ehrlich bin. Ich will eigentlich die Leute manuell nach und nach da hochziehen. Weil ich traue denen halt nicht, dass sie da irgendwie in eine Mine nachher reinlaufen. Oh, so funktioniert es aber. Wer sieht die nach und nach denn halt so da immerhin postieren? Bradley als letzter. Nehme ich auf, jawohl. Na gut. Wir haben zwei Speicherpunkte. Passt. Na, so viel dazu. Das war dezent knapp. Na gut, das war auch behandeln. Neun Dinge habe ich noch. Das war auch tatsächlich auch gerade sehr, sehr dumm gehandelt, davon abgesehen. So, wir warten jetzt einmal, bis die voll geheilt sind. Und jetzt gehen wir einmal hoch. Na komm. So. Das sollte. Oh, auch erstmal passen. Huiuiuiui. Kann ich hier lang? Weil ich will jetzt nicht unbedingt die ganzen Sachen jedes Mal da irgendwie So, zack, zack. Den stellen wir da ganz kurz mal ab, dass ich hier einfach mal ein bisschen nach vorne gehen kann. Ich bin alleine auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs. Aber ich muss ja irgendwie einen Weg finden. Da könnte ich jetzt mich nochmal durchspringen, wenn ich ehrlich bin. Einmal durch ins durch. Einmal durch die Minen durch und ich denke mal, das müssen wir wahrscheinlich sogar auch machen. Aber es sind halt auch schon wieder. Obwohl. Könnte vielleicht funktionieren, dass wir hier reinkommen.
Na. Tatsächlich bin ich mir aber so noch nicht so wirklich sicher.